Oh, werden vorher noch unterbrochen. Okay. Bin ich mal gespannt. Es ist also Zeit für mehr dunkle Okay, einfach Blut. dunkle Brut. Alles klar. Na dann. Was ich noch mal kurz machen würde, ist bei Alistair Taktiken. Beliebig. Dann aktivierst du bitte. Was ist denn Bedrohen eigentlich? Auf jeden Fall Modus aktivieren. Ist das nicht ein Modus? Oder ist das. Nee, verhöhen. Ach nee, das ist ja. Das ist gar kein Modus. Fähigkeit verhöhnen. Bitte. Ja. Genau. So. Dann weiter. Alter, ist ja gut, Mensch. Chill deine Base. Aber gut, wie er seine Verbündeten auch direkt noch niederknüppelt hier. Hat Alistair jetzt eigentlich schon mal Verhöhnende eingesetzt? Nee, hat er nicht. Muss ich das irgendwie ändern? Wie mache ich das, dass er das einsetzt? Wenn Verbündeter. Ach, keine Ahnung. Mit Angriffstyp Attacke. Ja, wenn irgendein Verbündeter mit Nahkampf attackiert wird, dann sollst du das machen. Genau, das hört sich doch gut an. Das passt, denke ich mal. So, hat er das jetzt gemacht? Ich weiß nicht. Theoretisch müsste er es machen. Mal gucken. Okay, ich weiß auch nicht, was. Der macht das irgendwie nicht. Egal. Ja, Ogre ist gleich tot. Oh, bam! Ja, da guckst du doof, ne? Alter, das tut doch weh. Richtig so. Oh, da ist ja noch einer, Mensch. Aber ihr kommt alle klar, ne? Ja. Und tschüss. Dann holen wir uns den Ogre hier oben noch. Da, komm. Ham, ham. Und tschüss. Und einmal ein paar Todeswurzeln pflücken hier. So, alles nehmen. Dann looten wir die ganze Chose hier unten noch. Aber bisschen Geld, kann nie schaden. Nochmal ein bisschen Geld hier. Spart. Eisener Ring. Ja, sonst hier noch so. Da. Ach, ein Wundumschlag. Gerne. So. Wunderbar. Ach, und der Ogre natürlich noch. Supi. Dann können wir jetzt ja weitergehen. Auf nach Redcliff. Und von unserer Armee berichten. Dann ist das ja jetzt schon bald fertig, oder nicht? War das nicht so, sobald ich hier mit ihm geredet habe, dass dann quasi schon der finale Akt kommt? Ach, hier haben wir Golems. Was machen die denn hier? Oh, da glitzert's noch. Nehme ich gerne an mich. Ja, gut, dann. Hi. Der A lebt. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ja, Andraste, das freut Dank mich. Für dieses Wunder. Danke für diese kleine Spende dafür. Okay. Zauber wie Geistschlag kann dein Magier das Leben retten. Oh ja, in der Tat. So. Dann mach mal hin hier, bitte. 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 Danke. Okay, da ist der Aal. Da ist er, da ist er.
Ein Ritter? Hallo? Manche sagen, ihr wärt ein gewöhnlicher Dieb. Hätte ich an eurer Seite gekämpft, wäre ich versucht, ihnen zu geben. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, wer das behauptet, dass ich ein Dieb bin. Aber, ja. Wie ich einfach hier alles und jeden bestehle. Was ist los? Ja. Gut. Na? Ihr habt Eamon geheilt. Seid ausgiebigst bedankt. Was nun geschieht, liegt allein an ihm. Mhm. Wenn jemand diesen Bürgerkrieg beenden kann, dann er. Oh, still gescheitert. Die Knochen liegen hier immer noch rum. Mach doch mal hier bitte sauber. Danke. Sehe ich es richtig, dass ihr sämtliche möglichen Verbündeten gewinnen konntet? Das ist gut. Wenn ihr bereit seid, können wir nun das Landting einberufen. Ich möchte Logan eigentlich keine Zeit zum Nachdenken geben. Aber das liegt an euch. Ich werde nicht ohne euch nach Denerim gehen. Ich weiß nicht. Ja komm, gehen wir nach Denerim. Auf geht's. Ausgezeichnet. Ich bereite alles vor. Wir fahren nach Denerim. Möge der Erbauer über uns wachen. Es sei auf Stromausfälle vorbereitet. Ach so, ich dachte jetzt schon, hä, wieso gibt's im Spiel Stromausfälle? Denerim ist das Herz und die Seele von Ferelden, die Heimatstadt von König Kaelen hat und der Geburtsort von Andraste. Eigensinnig wie ein Mabari und ein ebenso treuer Verbündeter. Wenn wir Logan hier besiegen, wird der Rest der Nation sich uns anschließen. Meine Einberufung des Landing war der erste Schlag. Im Moment sind wir im Vorteil. Er hat keine Wahl. Er wird sich zeigen und uns gegenübertreten. Er wird einen Gegenschlag ausführen. Die Frage ist nur, wie schnell? Logan, es ist eine Ehre, dass der Regent die Zeit findet, mich persönlich zu begrüßen. Wie könnte ich einen Mann nicht willkommen heißen, der so wichtig ist, dass er trotz der Bedrohung durch die Verderbnis alle adeligen Fereldens von ihren Anwesen wegholt? Wegen der Verderbnis bin ich hier. Nach Kaelens Tod muss Ferelden einen König haben, der es gegen die dunkle Brut führt. Ferelden hat in seiner Königin eine starke Monarchin und ich führe ihre Armeen. Ja, angesichts von Ostergar brauchen wir womöglich einen besseren General, denn er hat uns ja im Stich gelassen. Und wer ist das, Eamon? Ein Streuner, den ihr auf der Straße aufgelesen habt? Ich dachte, ihr spielt nur für königliche Bastarde, das Kindermädchen, nicht für Elfenpenner. Immerhin gebt ihr königlich zu. Das ist ein Anfang. Ich kann auch gerne mein Schwert zücken, du kleiner hochnäsiger Bastard. Ich kann eure Verbrechen bei Ostergar bezeugen. Hütet eure Zunge, das ist meine Stadt. Kein guter Ort für Worte des Verrats. Ganz gleich, wer sie äußert. Das ist mir wurscht. Es heißt, eure Krankheit hätte euch geschwächt, Eamon. Nicht wenige machen sich Sorgen, ob ihr Ferelden weiterhin beraten könnt. Meine Krankheit? Nennt es doch ruhig euer Gift. Wie wird das wohl beim Landding klingen? Nicht jeder wechselt seine Loyalität so rasch wie ihr und diese Kriecher an eurer Seite. Ihr wart wirklich schon lange nicht mehr bei Hofe, Eamon. Erkennt ihr Randon Howe nicht, Arl von Amaranthine und Taryn von Hyever? Und seit Uriens beklagenswertem Schicksal bei Ostergar auch Arl von Denerim. Der Regent ist großzügig zu jedem, der sich als loyal erweist. Oh ja. Also nochmal so ein Speichellecker. Das sind ziemlich viele Titel für einen einzelnen Mann. Es scheint sich diese Sorge zu lohnen, ein Stieflecker zu sein. Ja, genau das dachte ich mir doch auch. Schweigt, Flegel. Höhergestellte unterhalten sich. Genug, Catherine. Nicht jetzt, nicht hier. Ich wollte euch dieses übereilte Vorgehen ausreden, Eamon. Unser Volk ist verängstigt.
Unser König ist tot und unser Land wird belagert. Wir müssen vereint sein, um diese Krise zu überstehen. Königin Moin, eure eigene Schwester, hat unermüdlich für Ferelden gekämpft. Soll ihr Werk zerstört werden? Durch eure selbstsüchtigen Ambitionen auf den Thron spaltet ihr die Nation und schwächt unser Vorgehen gegen die Verderbnis. Ja, welches Vorgehen? Ihr habt die Grauenwächter doch zu Verbrechern erklärt. Kaelin vertraute auf die Stärke der Grauenwächter gegen die Dunkle Brut und wir alle wissen, wie weit ihn das gebracht hat. Reden wir lieber von der Wirklichkeit. Geschichten werden uns nicht retten. Ich kann euch nicht vergeben, Logan. Der Erbauer vielleicht, aber ich nicht. Unser Volk verdient einen König aus der Tharren-Linie. Alistair wird uns zum Sieg gegen die Verderbnis führen. Oh, mehr muss ich nicht tun? Nur keinen Druck. Der Kaiser von Orlé dachte ebenfalls, ich könnte ihn nicht zu Fall bringen. Er wartet nicht mehr Gnade, als ich ihm gewährt habe. Für mein Heimatland werde ich alles tun. Da haut er ab. Nun, das war erfrischend. Ich hätte nicht gedacht, dass Logan sich so schnell offenbart. Ja, was machen wir jetzt? Das Landding ist erst der Anfang. Wir müssen dafür sorgen, dass jeder Adlige dort Logans Doppelspiel durchschaut. Keine leichte Aufgabe. Aber wir sind gerade erst angekommen. Ruht euch ein wenig von der Reise aus. Ja? Sobald ihr euch ein wenig umgesehen habt, kommt in meinen Wohnraum. Dann besprechen wir unseren Plan im Einzelnen. Okay. Wenn ihr bereit seid, unsere Strategie zu besprechen, findet ihr mich oben in meinem Wohnraum. Dann überlegen wir uns unseren Plan für das Landting. Mach ich. So, ja, ich wüsste aber nicht, was ich jetzt hier noch großartig machen soll. Ich kann hier, glaube ich, noch mit meinen Leuten reden. Ja, zum Beispiel Zephren. Warte, ich speichere nochmal kurz. Wisst ihr, daran könnte ich mich gewöhnen. Bei meinem letzten Besuch in Denerim stieg ich in einer Taverne ab, in der sogar die Bettwanzen Flöhe hatten. Was sagt ihr? Nichts. Da können wir nur wieder dasselbe fragen wie auch im Lager. Ja, hier haben wir Win. Ein hübsches Anwesen, nicht wahr? Braucht ihr etwas von mir? Ja, ist auch... Ihr stört nichts. Ist auch immer noch das Gleiche. Hier haben wir noch jemanden. Was ist das hier? Ach, Orgren. Danke. Gut, nee, ist alles cool. Also gut. Alles cool, Digga. Ist hier noch nicht irgendwo Morrigan oder? Warte mal. Ach, da geht's ja noch weiter. Stimmt. Hier hoch, ist das richtig? Ja. Dann. Das ist mein Zimmer. Und da war viele Kreuze hier drin. Ach, haben sich alle gemütlich gemacht hier. Stan, okay. Lukas. Er bellt glücklich und wild mit dem Schwanz. Ach, guter Junge. Ein Buch. Ein paar Erfahrungspünktchen. Dankeschön. Dann haben wir hier Stan. Es lässt sich nicht so leicht verteidigen, wie ich gehofft hatte. Aber es wird genügen. Ja? Ja. Wie ihr wünscht. Mit ihr möchte ich eigentlich mich nicht unterhalten. Marion. Wenn mich noch ein Diener fragt, ob ich mich umziehen möchte, stecke ich das Haus in Brand. Was liegt an? Gut. Mach einfach nichts Verkehrtes, bitte. Danke. Ich glaube, das Haus brauchen wir noch. So. Dann wäre hier schon der Aal, oder? Genau. Ah, Wächter. Ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht. Okay, nee, alles wunderbar. Gut, es dürfte für eine Weile eure letzte Gelegenheit zur Ruhe sein.
Das ist Alina. Sie ist... Ich bin Königin Anoras Kammerzofe. Sie hat mich geschickt, um euch um Hilfe zu bitten. Aber vielleicht will die junge Dame lieber für sich selber sprechen. Okay. Warum sollte Anora uns um Hilfe bitten? Die Königin ist in einer schwierigen Lage. Sie hat ihren Mann geliebt und ihren Vater anvertraut, damit er ihn beschützt. Er kommt aber ohne König zurück und es gibt üble Gerüchte. Was soll sie davon halten? Sie macht sich also Sorgen. Aber wenn sie ihn darauf anspricht, antwortet er nicht. Er sagt nur, sie solle sich nicht weiter beunruhigen. Ich sehe aber noch nicht, wie wir dabei helfen können. Sie geht also zu Hau. Dass die Königin den neuen Arl von Denerim besucht, gebietet schon die Höflichkeit. Sie verlangt Antworten von ihm. Ja, und weiter? Das würde keine anständige Person wiederholen. Er hat sie beschimpft. Verräterin war noch das Harmloseste. Und sie in einem Gästezimmer eingesperrt. Okay. Ja, das würde Logan zulassen. König Kaelin war wie ein Sohn für ihn. Dennoch hat Logan ihn sterben lassen. Liebt er Anora mehr? Wer weiß das schon? Ich glaube, dass ihr Leben in Gefahr ist. Hau hat gesagt, tot sei sie als Verbündete wertvoller als lebendig. Vor allem, wenn Arl Eamon daran schuld wäre. Würde Logan seine eigene Tochter töten, um ihm etwas anzuhängen? Wir haben wohl keine Wahl und müssen Anora vertrauen. Die Königin ist beliebt. Wenn Logan mir die Schuld an ihrem Tod in die Schuhe schieben könnte, ich bin nicht sicher, ob wir das Risiko eingehen können. Das ist auch wieder wahr. Das könnte aber auch eine Falle sein. Ich fürchte, wenn es eine ist, sind wir bereits darin gefangen. Sie können Anora töten und uns beschuldigen, ob wir nun aktiv werden oder nicht. Das stimmt. Nur wenige glauben eher uns als Logan. Wir können uns nur wehren, wenn die Königin in unserer Hand ist. Ja. Ach, sie hat wohl recht. Ich habe einige Uniformen. Arl Hau stellt täglich neue Wachen ein. Da fallen ein paar mehr gar nicht auf. Ich zeige euch den Dienstboteneingang. Wir müssen rein und mit meiner Königin wieder raus, bevor jemand etwas merkt. Danke, Wächter. Wir sollten uns beeilen. Okay, neue Quest. Rettung der Königin. Hi, Alistair. Was ist mit dir los? Ich bin eine Weile nicht hier gewesen. Sie haben den Speisesaal umgestaltet. Was benötigt ihr? Das ist ja eine sehr interessante Geschichte, die du mir da erzählt hast. Vergiss es. Okay, Quest aktualisiert. Wo war es das schon wieder hier? Denerim? Ja, ja, Rettung der Königin. Ach ja, können wir hier, müssen wir hier was abgeben? Ah, eine Belohnung erwartet uns noch im Marktviertel, aber ziehen wir schon. Ach, egal. Ja, egal. Aktivieren. So. Wo müssen wir jetzt nochmal genau hin? Trifft sich wirklich beim Palast des Aales von Denrim. Ja, und wo ist das? Keine Ahnung. Wie steht es eigentlich mit der Zeit? Ja, die Zeit sagt, wir sind schon fast um. Daher... Geh mal nach außen hier. Hier nehmen wir die üblichen Verdächtigen mit. Ja. Ja. So. Mit dem Schildschlag kannst du deine Verbündete aus dem Griff eines Gegners befreien. Stimmt. Aber ob das beim Drachen geklappt hätte, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. So. Mein Headset ist gerade etwas komisch. Aber geht schon. Okay. Sind wir am Marktviertel? Nein, wollte ich nicht. Sorry, alles gut. Da müssen wir
Oder ne, ne, das ist das, das ist die andere Quest. Aber die können wir ja auch direkt machen, stimmt. Gehen wir mal kurz nach hinten. Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk. Ja, ja, Zwergenhandwerk. Du, mich auch. So, hier ist irgendwas. Eine geheimnisvolle Tür. Ach ja, das ist das mit dem Kästchen, ne? Gut, dann zeigen wir mal das Kästchen. Eine Geldbörse. Ah, danke. Gut, 3 Gold gemacht. So, dann, was war das hier? Hier noch was, oder? Können wir das hier aktivieren? Irgendwo in Denerim. Nee. Verbindungsmann. Ach so, ja, mit dem Verbindungsmann können wir reden. Der hat noch ein paar Quests für uns wahrscheinlich, aber wenn wir wahrscheinlich eh keine Zeit haben, das zu lösen. Es ist so nett in der Zivilisation. Ah, mal gucken. So, hier ist er doch. Da. Hier ist ein kleiner Bonus. Als Zeichen. Ach so, nur Belohnung. Okay. Alles klar, danke. Hast du hier noch was? Nö, okay. Irgendwo in Denerim lebt. Pff. Ja, gut. Dann machen wir wieder hier. Königin. Also, wo müssen wir jetzt genau hin? Deine Hilfe bei der Wanderung trifft dich so schnell wie möglich beim Palast des Aales von Denerim. Okay, wo ist denn der Palast? Magie soll dem Menschen dienen. Warte, hier hinten ist noch der Brunnen, aber haben wir da schon. Haben wir da nicht schon alles gemacht? Nein, wir haben keine neue Leiche gefunden. Okay, warte, gehen wir mal kurz auf die Karte. Ah, hier, guck mal. Anwesen des Aals, genau. Was ist das hier? Anwesen des Aals von Radcliffe, okay. Dann gehen wir mal in den Palast. Vielleicht treffen wir noch auf irgendwelche Straßenschlägereien. Ja, natürlich. Na? Wen haben wir denn hier? Hier ist eine Kiste. Kann ich die knacken? Oh ja, ein Flussbad. Okay. Hier ist niemand. Hä? Hallo? Kann ich auch nirgendwo rein? Was ist das hier? Ausgang. Okay, hallo. Und da haben wir also endlich den mächtigen Grauen Wächter. Die Krähen entbieten euch wieder einmal ihre Grüße. Sie haben also euch geschickt, Taliesin. Oder habt ihr euch freiwillig gemeldet? Natürlich freiwillig. Als ich hörte, der große Zephren hat sich von uns abgewandt, musste ich es einfach mit eigenen Augen sehen. Ist das so? Nun, hier bin ich. In Fleisch und Blut. Ihr könnt mit mir zurückkehren, Zephren. Ich kenne eure Gründe und werfe euch nichts vor. Es ist nicht zu spät. Kommt und wir denken uns eine Ausrede aus. Jeder macht mal einen Fehler. Dafür müsste ich natürlich erst einmal tot sein, ne? Und das werde ich keinesfalls zulassen. Was? Ihr seid weich geworden. Es tut mir leid, alter Freund. Aber die Antwort ist nein. Ich komme nicht zurück. Und ihr hättet in Antiva bleiben sollen. Okay, noch ein kleines Kämpfchen hier. Ja, kleine in Anführungszeichen. Gegen ein paar Meuchelmörder. Die wir hoffentlich aber schnell down kriegen, Alistair. Ah, guck mal, er hat endlich das Verhöhlen eingesetzt. Na, bitte. Geht doch. Dann klappt das also. Okay, die verschwinden hier, die Meuchelmörder. Ist ja das? Wo ist die Angeschlagene? Da ist sie. Wir holen uns jetzt schnell. Zack. Zack. Okay, wurde geheilt. Das ist sehr gut. Dann können wir uns wieder um dich hier. Ach, der ist gerade verschwunden. Dann, ach, ihn hier. Nice. Genau. Perfekt. Alistair, trink nochmal ein Schlückchen. Dann holen wir uns ihn hier. Zack. Ne, den holen wir uns zum Schluss. Okay. Alistair wird nicht geheilt, sondern Zephren. Ah, das ist nicht gut. Uch, nicht Morrigan. Ah, oh, Zephren ist tot. Kann Morrigan eigentlich wiederbeleben? Würde mich mal kurz interessieren, weil wurde hier Talente? Kann sie? Okay, dann mach das mal bitte. Kann ich hier was wegmachen hier? Spinnengestalt kann er kommen.
So. Dann belebt mal bitte Alistair wieder. So, kommen wir mit dich hier. Zack. Ach, ich hätte noch gekommen, ernsthaft? Okay, so, jetzt aber. Bam! Und jetzt kümmern wir uns um dich hier. Schön von hinten. Ach, hier noch so ein paar Bogenschützen sind hier noch. Ach, kein Problem. So. Und du auch noch. Aua! Da sind auch noch ein paar. Okay. Ach, come on. Was wollt ihr denn? Komm, ich mache hier den Wirbelsturm. Pam, pam, pam. Genau. Was hätten wir? Handschuhe, das ist der Hinterlist. Okay. Was haben wir für Handschuhe an? Ach ja, die Drago-Leder. Nee, behalten wir die. So, so. Es ist soweit. Taliesin ist tot. Und ich bin frei von den Krähen. Ja, sie werden annehmen, dass ich zusammen mit Taliesin gestorben bin. Solange niemand ihnen das Gegenteil berichtet, werden sie nicht nach mir suchen. Das ist gut, nicht wahr? Sehr gut sogar. Darauf hatte ich gehofft, seit ihr beschlossen habt, mich nicht zu töten. Das freut mich. Ich könnte jetzt vermutlich gehen, wenn ich das wollte. Ich könnte weit weggehen. So weit, dass mich die Krähen niemals finden würden. Aber ich könnte auch bleiben. Immerhin habe ich geschworen, euch zu helfen. Und die Welt zu retten ist eine Aufgabe, die man bis zum Ende durchziehen sollte. Findet ihr nicht? Ja, ist ja nicht so, dass wir schon ein bisschen, ne, miteinander zu tun hatten im Zelt. Das würde mich freuen. Dann werde ich bleiben. Ich halte zu euch bis zum Schluss. Sofern ihr nicht vorher meiner überdrüssig werdet. Oder ich sterbe. Oder ihr sterbt. Wie auch immer. Ja, das wäre nicht so gut. Widmen wir uns also wieder der aktuellen Aufgabe. Es gibt doch sicher noch viel zu tun. In der Tat. Also hier Meuchelmörder, alles mitnehmen. Hier noch mitnehmen. Danke. Oh, überall diese Scheißfallen. Ach, Mann. So, dann hier noch einsacken. Du auch noch. Und du auch noch. Aschekrieger-Axt, geil. Die hat mir noch gefehlt in meiner Sammlung. So, jetzt bitte da ankommen. Und dann können wir auch den Part beenden. Nächsten Mal werden wir dann das Anwesen auf den Kopf stellen. Ja, hier lang. Das machen wir dann aber nächstes Mal. Genau. Dann würde ich sagen, bis dahin, macht's gut, Leute. Und tschüss.